Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich natürlich wie immer, dass du eingeschaltet hast. Und heute zu einem ganz besonderen Video. Und zwar, ihr seht schon, wir haben 66 Packs heute zu verziehen. Und das sind alles Packs, die über 15k Packs, 25k Packs aus Ligen, SBCs, aus Foot Champions Rewards, aus Division Rivals Rewards und so weiter und so fort. Also sehr, 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 sehr viel zu tun heute. Und ich werde auch schon mal direkt starten mit dem ersten Pack für euch. Denn wir haben heute ein paar Sachen zu besprechen und wir schauen mal, ob wir den einen oder anderen Team of the Season ziehen können. Wie gesagt, es ist ja gerade das Premier League Team of the Season und auch das von der Saudi League drin. Wir haben so viele Packs, deswegen denke ich, haben wir heute sehr, sehr viel Zeit miteinander. Ich werde das nämlich nicht für euch, ich sage jetzt nochmal, irgendwie extra zusammenschneiden, sondern ich mache es jetzt heute mal ein bisschen anders, damit das Video auch mal ein bisschen länger geht für euch. Ich denke mal, die meisten werden das auch mögen. Ansonsten seht ihr immer nur, ich sag mal, relativ fix, wenn ich die Packs so zusammenschneide. Aber weil ich in der letzten Zeit nicht so viele Videos bringen konnte wegen den ganzen Turnieren, dachte ich mir, ist das vielleicht heute mal ganz cool, wenn ihr dann ein bisschen mehr, ich sag mal, Content habt und ihr seht dann auch, ich sag mal so, die bittere Wahrheit. Ich denke mal, viele, oh, wir haben einen Footdraft-Token gezogen. Das fängt schon mal gut an. Das ist, warten mal, wie lange es dauert, bis wir ein besseres Objekt kriegen als das Footdraft-Token, was ja 15k wert ist. Bin ich mal sehr gespannt. Ich habe nämlich, das ist auch ein sehr, sehr guter Punkt, wir ziehen direkt einen Walkout. Okay, let's go. Oh, keine Team of the Season-Karte. Italien, ZIV, kein Verratti. Also, Chiellini, Bonucci, Bonucci, 86er. Okay, ich glaube, das könnte schon besser sein als das Footdraft-Token. So schnell kann das gehen. Wir schauen mal dazu noch Volland. Wir gucken mal, Bonucci ist auf jeden Fall mal so 20.000 wert. Ihr seht, ich habe 4,8 Millionen Münzen gerade auf dem Konto. Das heißt, ich spare für den einen oder anderen Spieler. Dazu aber gleich nochmal mehr. Was ich sagen wollte, die ganzen Packs, da habe ich auch sehr, sehr viel Footdraft gespielt. Hatte ich das Gefühl, jetzt in den letzten Tagen ein bisschen schwerer geworden. Ich weiß nicht, ob EA da was an dem Matchmaking gemacht hat. Ich kann es mir echt nicht so ganz vorstellen. Aber ich habe halt auch schon angefangen in der Woche vor dem Team of the Season. Also es gab jetzt schon in der letzten Woche ein Most Consistent Team of the Season und jetzt das Premier League Team of the Season. Und naja, wie gesagt, oh, die sind untauschbar. Das muss ich mal kurz so machen. Und ich hatte das Gefühl, das ist jetzt ein bisschen schwerer geworden. Oder es spielen jetzt nur noch so richtige Schwitzer. Footdraft, die sind irgendwie... Hä, warum kann ich den jetzt nicht? Das verstehe ich nicht. Ah, ich glaube, das Pack ist untauschbar. Das sind, glaube ich, Division Rivals Reward von der letzten Woche. Da habe ich irgendwie 15k Packs bekommen, dreimal untauschbar. Also ein paar Packs sind auch nicht tauschbar. Ich habe, wie gesagt, absolut auch ein bisschen so den Überblick verloren, wie viele Packs ich von allen habe, weil ihr wisst ja, ich kann nicht mehr mir irgendwie alle anzeigen lassen. Naja, wir werden jetzt sowieso alle wegziehen. Und von daher ist es eigentlich ziemlich egal. Die sind auf jeden Fall auch untauschbar. Ich denke, das müsste das letzte 15k Pack untauschbar sein. Ich habe auf jeden Fall, glaube ich, so, lasst mich nicht lügen, 10 bis 15 Footdrafts gewonnen. Kommt das ungefähr hin? Ja, das müsste ungefähr hinkommen. Dadurch kommen halt viele 50k Packs, viele 35k Packs. Ich habe nicht einmal Münzen oder einen 100k Pack bekommen, halt total auf diese 25k Packs oder so. Finde ich halt immer ein bisschen schade, weil, naja, geht auf jeden Fall auch ein bisschen besser, die Footdraft Rewards, aber da erzähle ich euch ja nichts Neues, denke ich mal. Wegen den Münzen, das wollte ich euch ja auch noch sagen, ich habe überlegt, ich könnte jetzt natürlich auch einige von den Team of the Season Karten holen. Da gibt es ja sehr, 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 sehr coole jetzt auch schon aus der Premier League. Zum Beispiel Son finde ich zum Beispiel mega stark. Der ist, wie ich finde, überragend, von den Werten her zumindest. Aber ich habe überlegt, ob ich mir Ronaldinho 95 oder Pelé 99 holen soll. Die kosten ungefähr beide gerade 5 Millionen. Haben halt einfach Stil, wisst ihr? Also für mich geht es ja gar nicht mehr jetzt in der Weekend League um die Turniere oder so, sondern halt nur noch um die, ich sag mal, Weekend League Belohnung. Und ich spiele eigentlich nur noch, um euch das zu zeigen und um ein bisschen zu trainieren. Und natürlich, weil ich auch die roten Player Picks haben will. Wir ziehen den Inform. Das gibt, ja, Kubek heißt der Gute, kenne ich nicht, aber 82 Inform ist okay. Ist okay. Und deswegen bin ich halt jetzt gerade noch am Sparen. Ich werde euch gleich wahrscheinlich mal kurz mein Team zeigen. Tar und Max Meyer waren auch noch drin. Und ich weiß noch nicht so ganz. Ich hoffe natürlich, dass ich in der
dass ich jetzt in der Weekend-Belohnung auch noch was Gutes ziehe. Und zwar, ich kam, das kann ich auch jetzt schon mal sagen, die werdet ihr wahrscheinlich, heute ist jetzt Dienstag, denke ich mal, wenn ihr das Video seht. Ich nehme das jetzt gerade am Dienstagmorgen auf. Ich denke mal, dass ich euch am Donnerstag oder am Freitag direkt dann meine Food Champions Belohnung zeige. Ich kam allerdings nur in Elite diesmal. Es lag daran, ihr wisst ja, ich war auf einem Turnier und ich habe dann dort gespielt. Logischerweise ja, spiele ich dann nicht so, wie ich, wenn ich eigentlich zu Hause spiele. Gar keine Ausrede, aber wir haben auf jeden Fall Elite geholt. Ich habe auch nicht alle Spiele gemacht. Irgendwann habe ich dann auch aufgehört bei 23 Siegen, weil es machte dann nicht mehr so viel Sinn, da noch großartig weiterzuspielen, weil die Rewards bleiben eh fast dieselben. Und mir ging es eigentlich auch fast nur um die roten Player-Picks, denn man bekommt ja garantierte Premier League-Spieler dann. Und ja, dann müsste ich jetzt schon, glaube ich, 28 oder 29 Siege geholt haben, um noch einen Player-Pick mehr zu bekommen. Also jetzt würde ich auf 3 bekommen. Und in der Top 100 ja dann 4, also Platz 50 bis 100. Und von daher dachte ich mir, komm, brauche ich mir da gar keinen Stress machen wegen dem einen Player-Pick. Spiele ich einfach ganz entspannt nebenbei. Und die Packs ballern auf jeden Fall schon mal richtig rein. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr auch irgendwelche Packs aufgespart habt, ob ihr vielleicht auch mit FIFA Points irgendwelche Packs aufgeladen habt. Das ist ja das, was ich euch oft sage, was ihr jetzt auch schon bei mir merkt zu den ganzen Promos. Ich lade ja nie irgendwie FIFA Points auf mittlerweile. Also jetzt seit knapp, glaube ich, fast anderthalb Jahren. Ich mache es ja immer so, ich gebe immer zu Beginn von FIFA, gebe ich euch halt immer den Tipp. Ladet da vielleicht ein bisschen auf, spielt ein bisschen Footdraft. Das lohnt sich am allermeisten. Ich ziehe da natürlich auch meine ganzen FIFA-Points runter, dass ich ein sehr gutes Team habe. Durchgehend. Ansonsten, ich mache es halt auch wirklich nur, weil es mein Job ist und ich brauche das Team. So ist es ja nun mal leider in dem FIFA-E-Sport, dass man ein gutes Team braucht, um erstmal wettkampffähig zu sein. Auch ich bin davon wirklich kein Fan, aber ich denke mal, jeder, der in meiner Position ist, würde das genauso tun oder ja, es ist halt einfach mehr oder weniger notwendig, weil es machen halt alle anderen Profis und dann wäre es halt einfach dämlich, wenn man es nicht machen würde, logischerweise, ganz klar. Aber von daher mache ich es halt immer so, dass ich jetzt auch zum Beispiel bei dem Team of the Season, auch bei dem Team of the Year, ihr seht keine Videos, wo ich irgendwelche FIFA Points verziehe, weil, wie gesagt, es lohnt sich Punkt A meistens sowieso nicht und Punkt B, ich versuche euch, wie gesagt, dann sowas so wie mit Footdraft. Ich weiß ja, dass ihr auch gerne Packs sehen wollt. Ich weiß auch, dass ich gerne Packs ziehe. Und deswegen habe ich halt jetzt versucht, das mit Footdraft zu machen und dann jetzt zum Beispiel auch mit den Weekend League Belohnungen. Ich habe dazu auch noch eine weitere coole Idee, wie man das vielleicht noch ein bisschen geiler machen könnte. Das gibt es vielleicht noch nicht in dieser Woche mit den Weekend League Belohnungen, aber vielleicht in der nächsten Woche. Da könnt ihr auf jeden Fall sehr, sehr gespannt sein. Ich glaube, das gab es auch noch nicht auf YouTube. Wenn das klappt. Wenn ich auch vielleicht nächste Woche in die Top 100 komme, dann wäre das ein ziemlich geiles Video. Also da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Bis jetzt, ich weiß mal, wie viele Packs hatten wir? Ich glaube so 66 oder so, ich weiß gar nicht mehr genau. Naja, aber gut, waren auch jetzt bis jetzt so 15k Packs und so. Wir hatten immerhin einen Walkout, einen Inform und ein Footdraft Token, was wir später direkt einlösen können. Dann kann ich direkt weiterspielen und weitere Packs farmen. Das gibt Gabriel Jesus immerhin, den habe ich schon ewig nicht mehr gezogen. Gab mal Zeiten, da war der Kerl 60.000 wert oder so. Aber schauen wir mal ganz kurz, was der jetzt noch wert ist. Einfach mal nur so als Vergleich. Ja, immerhin noch 5.000. So 83er sind halt auch relativ viel wert wegen den SBCs. Ich hoffe wirklich sehr, dass EA diese Premium-Upgrade-SBCs bringt. Ich denke mal, ihr seid jetzt schon einen Schritt schlauer, wenn ihr das Video seht. Denn heute Abend um 19 Uhr könnte sehr wahrscheinlich auch die Premier League TOTS SBC kommen. Also das heißt, dass man einen garantierten Team of the Season Spieler ja kriegt. Ich weiß, ich denke mal 84er Bewertung, 85er Bewertung. Die sind auch relativ gut, die Packs. Und naja, dann einfach mal gucken, was da so bei rauskommt. Aber zumindest könnte irgendwann gleich mal der erste Team of the Season kommen, wie ich finde. Das gibt die Maria. Genau, das ist auch noch ein sehr guter Punkt. Ich habe noch einen Saudi-League-Spieler, einen garantierten zum Ende des Videos und noch einen Community-Tots-Spieler. Also auch die beiden SBCs habe ich logischerweise gemacht. Und ich habe, wie gesagt, jetzt in den letzten Tagen noch gar nichts gezogen. Ich war halt auch sehr, 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 sehr wenig zu Hause in den letzten 2 Wochen. Durch die ganzen Turniere, die Turniere
Liefen leider nicht so gut. Also ich bin zweimal sehr früh ausgeschieden. Ich bin im Moment, muss ich so ganz hart sagen, nicht so wirklich auf meinem Top-Level. Ich weiß noch nicht so ganz, warum das daran liegt. Ein Punkt wird auch definitiv sein, das kann ich auch ganz, ganz ehrlich sagen, dass mir das Spiel dieses Jahr nicht so viel Spaß macht. Das sage ich jetzt ganz offen und ganz ehrlich zu euch. Darf jetzt nicht daran liegen, das weiß ich auch selber. Das ist halt so, ist ja auch mein Job. Das heißt, das ist so wie in der Schule. Man muss auch manchmal Dinge machen, die einem vielleicht nicht so viel Spaß machen. Ja, das ist einfach, das ist nun mal das Leben. Und von daher ist es ja nicht so, dass ich jetzt nicht spiele und sage, okay, ich habe auf das Spiel keine Lust. Aber ich glaube einfach, ich habe das Spiel natürlich so im Prinzip, das war eigentlich ein ganz gutes Pack. Ich habe das Spiel im Prinzip, würde ich behaupten, nach den ganzen Monaten verstanden, aber ich finde halt die Meta, also das mit den Hochflickflaggen, das mit den Lacroquettas und so, ich denke mal, ihr wisst genau das, was ich meine. Es passt einfach so absolut nicht zu meinem Spielstil. Ich war noch nie jemand, der viel skillen konnte, der viel auf die, der viel versucht hat, ich sag mal so, die Bugs aus dem Spiel halt auszunutzen. Und ihr wisst, wenn ihr meine Videos seht, es ist meistens Pass, 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 irgendwelche schönen Kombinationen. Und dann versuche ich den Ball ins Tor zu schießen. Und dann versuche ich auch den Ball mit einem Knopf ins Tor zu schießen. Und nicht, dass ich irgendwie den, dass ich 10 Knöpfe nacheinander drücken muss, um halt das Time-Finish zu können. Da musste ich mich halt in diesem Jahr anpassen. Das habe ich natürlich auch in einer gewissen Weise hingekriegt. Das ist ja ganz klar, weil ja, halt sowas so wie Time-Finish habe ich jetzt schon einigermaßen drauf. Und ich weiß natürlich auch, dass es sehr, sehr stark ist. Auch sowas so wie El Tornado-Flaggen und so. Was ich aber damit sagen will, es passt so überhaupt nicht dazu, wie ich gern FIFA spielen will. Und das ist, glaube ich, das größte Problem, dass mir dadurch natürlich auch das Spiel nicht so wirklich gefällt. Ich glaube, das geht aber vielen von euch, dass viele viel lieber, ich sag mal, ganz normales FIFA spielen würden. Heißt, ohne diese Hochflick-Kram, ohne die ganzen Lacroquettas, sondern einfach nur, dass das Schwerste ist, den Gegner auszupassen, auszuspielen. Und das fällt mir dieses Jahr halt einfach sehr, sehr schwer, sich daran anzupassen, heißt praktisch das Spiel zu lernen und dabei aber seine eigenen Fähigkeiten nicht zu vernachlässigen. Und da habe ich bis jetzt noch nicht so ganz so den Mittelweg gefunden. Das Gute ist, dass ich mich trotzdem natürlich immer noch für die ganzen Turniere qualifiziere. Also jetzt zum Beispiel bei der virtuellen Bundesliga waren die besten 12 Spieler Deutschlands auf der Xbox. Das heißt, wenn man da jetzt direkt rausfliegt, heißt es jetzt ja nicht, dass ich irgendwie völlig katastrophal bin. Man hat da vielleicht auch einen extremen, ich sag mal, Anspruch an sich selber mittlerweile. Aber ich weiß nicht so ganz, woran es im Moment liegt. Ich hoffe natürlich, dass ich das jetzt in den nächsten Wochen noch hinkriege. Denn wir haben noch ein wichtiges Turnier, wie gesagt, die Playoffs. Dort kann ich mich immer noch für die WM qualifizieren. Ich bin jetzt gerade weltweit auf Platz 19 oder so. Wir haben noch ein Goldpack hier, keine Ahnung, wo das herkommt. Na, das haben wir, glaube ich, gerade irgendwie kostenlos bekommen. Das heißt, ich bin immer noch auf einem guten Weg. Ich bin jetzt gerade, glaube ich, auf Platz 19 der Welt auf der Xbox. Hört sich dann auch ein bisschen hart an, wenn ich sage, okay, ich bin wirklich nicht gut aktuell, weil man muss auch einfach mal, ne, sagen, okay, Platz 19 ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Das ist ungefähr so wie auch in den letzten Jahren. Und es gibt so viele Millionen Spieler, aber ich habe halt total das Gefühl, ich könnte noch mal wirklich deutlich besser sein, wenn mir das Spiel Spaß machen würde. Und wenn, ich sag mal so, die Leichtigkeit wiederkommt, einfach dieses Spielen und ich setze mich hin und ich habe Spaß. Weil das ist, glaube ich, wie mit allen Dingen im Leben. Ich denke mal, dass ihr mir da auch sehr, sehr gut recht geben würdet. Wenn einem eine Sache Spaß macht, dann ist man immer, immer einfach automatisch besser. Und das hat dann noch nichts irgendwie damit zu tun, okay, ich will das jetzt nicht machen oder ich habe darauf keine Lust, sondern wenn es einem Spaß macht, ist es immer einfacher, die Sache auszuführen. Und das ist bei mir dieses Jahr ein totales Problem. Ich hoffe, dass das in FIFA 20 besser wird, dass ich das Spiel einfach besser finde. Das soll jetzt auch gar kein Video sein, wo ich dagegen hate. Denn auch immer, das ist auch das, was ich auch immer sage, das ist auch mein Job oder meine Aufgabe ja als E-Sportler. Ich muss das Spiel nehmen, was mir zur Verfügung gestellt wird. Und ich muss, und das ist ja dann auch, ich sag mal so, die Kunst. Ich muss versuchen, in jedem FIFA sehr, 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 sehr gut zu sein. Ansonsten bin ich kein richtiger E-Sportler, sage ich mal. Und wenn ich einfach sage, ja, das Spiel ist scheiße, daran habe ich keine Schuld, das hilft einem nicht weiter, weil das Leben geht ja weiter und ich muss ja trotzdem versuchen, meine Leistung zu bringen.
und mich dann auch hinsetzen, okay, ich muss jetzt das und das üben, ich muss das und das üben. Habe ich jetzt versucht in der letzten Zeit. Wie ihr merkt, hat nicht so ganz geklappt. Jetzt bei dem letzten Turnier in Bukarest bin ich auch mit 0 zu 3 rausgeflogen. Ist halt, also mit 3 Runden haben wir gespielt, jeweils mit einem Hin- und mit einem Rückspiel. Ich habe alle 3 Runden verloren, 2 davon auch voll verdient, eins nach Elfmeterschießen, das zweite. Das war halt dann ein bisschen Pech. Dann hätte ich vielleicht, also dann würde ich 1-1 stehen, dann hätte ich vielleicht nochmal ein bisschen mehr Mut gehabt oder wie auch immer. Wie gesagt, so dann bei dem 0-2, dann bin ich mit 0-3 ausgeschieden. Ist halt, auch da waren wieder nur die besten 16 Spieler auf der Xbox und die besten 16 Spieler auf der PlayStation mit dabei. Auch da kann man sagen, ja, du bist auch gegen gute Gegner rausgeflogen. Aber ich habe zum Beispiel zu Beginn des Jahres, auch noch vor diesem einen Patch und auch noch, würde ich jetzt behaupten, womit das Spiel noch mehr, noch einfach deutlich mehr Spaß gemacht hat. Und das Spiel hat mir auch da noch deutlich mehr zu meinem Spielstil gepasst. Kam ich halt oft unter die ersten 8, auch mal unter die ersten 4, einmal unter die ersten 12, als mehr Leute qualifiziert waren und so weiter und so fort. Da habe ich halt viele Punkte gesammelt für die Weltrangliste. Da war ich zwischenzeitlich mal 10. Seit dem Patch läuft es bei mir halt, wie gesagt, nicht so super gut. Wir gucken mal, was wir hier noch haben. Wir haben hier auf jeden Fall noch 225 K-Pack. Bis jetzt waren die Packs noch echt nicht so gut, oder? Also ich erzähle euch ja zwar hier die ganze Zeit was, aber ja, mal schauen. Jetzt auf jeden Fall kommen ja noch die besseren Packs. Ich hoffe aber, dass euch das mal so gefällt, wenn ich euch mal ein bisschen mehr so erzähle rund um mich, rund um das, was ich auch über das Spiel denke, was auch so bei den Turnieren abgeht. Wie gesagt, das letzte Turnier war halt jetzt in Bukarest, das davor war ja war die virtuelle Bundesliga. Gerade bei der virtuellen Bundesliga war es halt ein bisschen schade, weil ich würde schon deutschlandweit mich auf der Xbox unter den ersten 3, 4 Spielern sehen. Wir haben natürlich auch noch Megabit, den ja auch viele von euch kennen, den Spieler von Bremen, der, denke ich mal, ohne Zweifel dieses Jahr der beste Spieler ist auf der Xbox, den wir haben in Deutschland. Aber auch ihn habe ich zum Beispiel in der VBL Club Championship, also als die ganzen Clubs gegeneinander spielen mussten, habe ich auch gegen ihn gewonnen und ich spiele gerne gegen ihn, sage ich mal. Auch den kann man auch mal schlagen in einem Turnier. Deswegen hatte ich mir da sehr, sehr viele Hoffnungen gemacht. So, es ist dann halt immer schade. Oh, wir ziehen ja zwei Informs in einem Pack. Das ist auf jeden Fall wahrscheinlich bis jetzt das beste Pack, was wir hatten. 20k. Ich hoffe auf jeden Fall, dass wir locker auf die 5 Millionen kommen. Dass wir dann mit den Rewards uns easy einen Pelé oder einen Ronaldinho holen können. Wir können mal einmal ganz kurz schauen. Jetzt sind wir nämlich ungefähr bei der Hälfte. Ob denn gerade einer auf dem Markt ist. Ihr seht, ich habe hier schon viele beobachtet. Ihr seht, so bei 5,2. Aber der Pelé, also sollte natürlich frisch sein. Ihr könnt mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Wenn ihr die Wahl habt, würdet ihr Pelé holen oder würdet ihr Ronaldinho holen? Dabei, ich glaube, die meisten würden sagen, okay, ich will auch auf jeden Fall Ronaldinho haben, weil ihr seid ja, die meisten sind, glaube ich, eher Ronaldinho-Fans. Ihr müsst das aber so sehen, das ist gerade mein Team. Ich habe halt, wie gesagt, nur zwei Spieler tauschbar. R9 und CR7 Totti. Ansonsten habe ich versucht, auch mit meinen ganzen Untauschbaren halt ein Team zu machen. Ich weiß selber, dass zum Beispiel Alves als Linksverteidiger und auch das Anderson und auch 88er Petit, den hatte ich mal aus so einer Icon-SBC. Das geht besser, das werde ich dann nach und nach wieder aufbauen. Jetzt auch mal gucken mit den roten Player-Picks. Vielleicht kriegen wir ja so einen roten Robertson oder so. Was ich nur damit sagen will, wenn ich Ronaldinho hole, brauche ich automatisch eigentlich einen Rechtsflügel. Dann sagen viele, ja, Mbappé, aber ich hatte eigentlich nicht vor, nur noch auf die Meta-Spieler zu gehen. Ich weiß natürlich, dass Mbappé Team of the Year mit die beste Karte im Spiel ist. Aber ich habe halt zum Beispiel auch R9 geholt, einfach weil es cool ist, ihn zu haben. Und jetzt will ich auch, ich weiß auch, dass ich auch einfach den, weiß ich nicht, 94er Ronaldinho und den 98er Pelé holen könnte. Ganz klar, die würden auch ihren Job machen. Aber ich finde diese, also ich finde einfach, ist cooler, wenn das dann auch die beste Karte ist von der jeweiligen Version. Und mir geht es jetzt gar nicht darum, das möglichst beste Team zu spielen oder das möglichst spielbarste Team zu spielen, sondern eher, dass es cool aussieht und dass ich Spaß habe, wo wir wieder bei dem Punkt sind, dass ich Spaß habe, mit den Spielern zu spielen. Und ich glaube, das habe ich persönlich, glaube ich, da tendiere ich gerade zu Pelé. Wir ziehen einen Walker, let's go. Oh, keine Team of the Season Karte. Traurig. Deutschland, Rechtsverteidiger, Kimmich ist ein Walkout, seit wann denn das? Wahrscheinlich seit den Upgrades. Hab ihn da nicht einmal gezogen. Aber 86er Kimmich, Bayern wurde ja deutscher Meister am letzten Wochenende. Ich weiß nicht, zum wie viel
achten Mal Kimmich jetzt schon deutscher Meister wurde, wahrscheinlich auch schon zum dritten, vierten Mal oder so. Kostet aber auch 22.000, ganz nice. Dazu noch viele Silberspieler. Zum Beispiel der hier könnte vielleicht was wert sein, weil der spielt bei City. Ja, zumindest mal so 2k. Wisst ihr was, den kann ich mal direkt draufstellen, bevor ich den vergesse, bei den ganzen Spielern, die ich gleich im Verein habe. Ich hoffe halt, dass ihr diese Premium Upgrade SBCs bringt, wo man immer drei Spieler, also drei seltene Spieler, also wo man diese 25k Packs kriegt, aber nur aus diesen einzelnen Ligen. Das gab es ja im letzten Jahr. Ich hoffe, wie gesagt, sehr, dass es das in diesem Jahr auch gibt, denn mein Verein ist so voll mit so vielen Spielern. Da könnte ich euch auch nochmal ein richtig cooles Video bringen und dann vielleicht auch eine höhere Chance, den Team of the Season zu ziehen. Aber ihr seht schon, ich habe jetzt so viele Stunden Footdraft gespielt. Ihr seht ja das Ergebnis. Bis jetzt nicht so wirklich gut. Wir machen einfach mal weiter mit dem nächsten Pack. Aber und vor allem, ich habe auch extra... Okay, nächster Walkout. Komm schon, jetzt aber Team of the Season. In vom Walkout. Spanien, ZOM, wer ist das? Ah ja. Ah ja. Raúl García, 58 Tempo. Wir haben jetzt zumindest in drei Packs zwei Walkouts. Also Walkouts hatten wir jetzt glaube ich schon vier oder fünf. Das ist ganz okay, weil die besten Packs kommen ja noch, ganz klar. Man merkt jetzt hier schon, wie die Packs ein bisschen besser werden, weil natürlich wir jetzt hier die ganze Zeit sechs seltene Goldspieler haben. Zumal wir aber eben auch schon viele von der Art hatten. Muss man fairerweise sagen. Also auch schon die ganzen Prime-Goldspieler-Packs. Ich mache davon jetzt nochmal die beiden hier auf. Auch da hat man ja normalerweise sechs seltene Goldspieler. Und der nächste Inform, okay, Spanien, Stürmer, ja, Borja Iglesias, okay, aber auch wieder eine 82, wie gesagt, Informs sind halt gar nicht so schlecht aktuell, weil auch der wird wahrscheinlich locker 15.000 oder so kosten, durch die ganzen SBCs, weil man muss ja relativ viele Informs in diesem Jahr abgeben, weil... Wenn wir ganz ehrlich sind, sind die SBCs ja fast immer dieselben. Man muss irgendwie ein 85er-Team und einen Inform oder so abgeben. Und wir haben auf jeden Fall noch 23 Packs. Noch einiges zu verziehen. Was ich auf jeden Fall cool finde, wenn ihr bis zum Ende mit dabei bleibt, feiere ich mega. Und Spanien, LM, Vitolo. Ah ne, Koke. Okay, 85er-Wertung. Jetzt so langsam Kimmich, dann ein paar Informs, Koke. Wir kommen so langsam ins Rollen und wir brauchen ja nur einmal Glück. Wir brauchen ja nur einmal so ein Hazard, so ein Aguero, so ein keine Ahnung was, wie auch immer. Wir haben ja noch viele 50k-Bis und so. Ich denke mal, wir werden zumindest ein Team auf die Season müssen wir ja wohl ziehen. Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus, dass das machbar ist. Auch wenn das hier nicht mal ein Leinwandspieler ist. Aber ja, ich hoffe, dass das dann reicht für Pelé. Ich gehe jetzt aber mal, wie gesagt, stark davon aus, auch wenn ich die Spieler nicht verkaufe. Also nicht die, weil die ganzen seltenen Spieler würde ich jetzt erstmal nicht verkaufen. Auch da könnte ich ja noch mal einige Münzen mitmachen. Aber da warte ich halt auf so eine Premium Upgrade SPC. Nächster Walker, let's go. Das war, glaube ich, ein Mega-Pack. Das gibt eine Man of the Match-Card. Ich glaube, da gibt es einen Stürmer von Lazio. Ja, das habe ich schon in dem einen oder anderen Stream gesehen. Korea, ich denke mal, der hat eine gute Karte, ja. Ich denke aber, der wird jetzt nicht so viel wert sein. Das war untauschbar. Sag mir nicht, die sind untauschbar. Nein. Okay, das Pack war offenbar untauschbar. Keine Ahnung, warum ich einen 35k Pack untauschbar habe. Vielleicht mal wegen einer Wochenaufgabe. Tja. Weiß ich nicht so ganz. Keine Ahnung. Ein paar Spiele habe ich jetzt hier auch schon wieder untauschbar. Aber ich hoffe, der auch nicht. Genau. Also langsam wird auch meine Transferliste voll. Das könnte zu einem Problem noch werden. Aber dann würde ich einfach ein paar unseltene Spieler und so abstoßen. Ich denke mal, dass es dann easy passt. Wir haben noch 21 Packs. Und dazu ja auch noch zwei garantierte Team of the Season Spiele, die wir auf jeden Fall definitiv ziehen. Und auch welche aus dem Community Tots. Da wäre natürlich so ein Ibra ganz cool. Keine Frage. Wobei, ich habe Ibra Flashback ja schon. Also ich würde auch diesen Ndombele nehmen. Und ich brauche auf jeden Fall mal Außenverteidiger für mein Team. Ihr habt es ja gesehen, ich brauche auf jeden Fall mal einen Linksverteidiger. Wobei, Linksverteidiger war, glaube ich, nur der Tagliafico und auch Roussillon. Okay, aber die sind halt wahrscheinlich relativ klein und nicht so OP. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wen ihr da so drin hattet. Ich denke mal, viele von euch hatten Onana vielleicht. Also die meisten haben, glaube ich, Onana direkt wieder abgegeben und haben den dann wiederbekommen. Ich glaube, das ist sehr, sehr vielen passiert. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll mit den ganzen
Muss ich die gleich abstoßen? Das wäre halt echt schade. Ich will die nämlich eigentlich nicht abstoßen. War das Pack auch wieder untauschbar? Sieht ganz danach aus. Das ist jetzt schon so lang. Aber woher ist denn denn 100, ist denn ein 35k-Pack untauschbar? Auch von Division. Ah, von den Division Rivals Rewards, wisst ihr? Da bekomme ich ja 250k-Packs und 235k-Packs, glaube ich immer. Walkout! Ist es ein Tauschbarer? Hoffentlich ist es ein Tauschbarer wenigstens. Komm schon. Es gibt kein Video auf diesem Kanal. Kein Video, wo ich keine Verratti ziehe. Ich muss echt mal, glaube ich, nach Paris fahren zum Training. Ich weiß nicht, ob man da überhaupt zugucken kann. Ich denke mal sogar leider nicht. Und mal ein Foto machen mit Verratti, weil der Typ hat mich dieses Jahr so verfolgt. Das ist auf jeden Fall tauschbar. Das Pack, das ist schon mal ganz gut. Das kann ich hier wieder nach unten machen. Aber die waren tauschbar. Sehr nice. Und von der Verratti kann ich dann auf jeden Fall wieder verkaufen oder für eine SBC benutzen. 18 Packs haben wir noch und jetzt so langsam kommen wir nur noch zu 125, 50k, 100k und natürlich den garantierten Team of the Season Packs. Jetzt so langsam geht's ab und wir gucken mal. Deutschland, Torwart Baumann. Baumann, let's go. Der wird wahrscheinlich auch aktuell nicht so mega happy sein, Baumann. Ich glaube, Hoffenheim hat ja noch am letzten Spieltag die Europa League Quali verspielt durch ein 2-0. Ich persönlich fand es jetzt nicht so schlimm. Ich habe es jetzt auch Eintracht Frankfurt gegönnt, weil sie einfach eine super gute Europa League in dieser Saison gespielt haben. Ich schaue mal ganz kurz, ob ich was untauschbar, ob ich irgendwie Non-Rare-Spieler habe, die ich nicht brauche. Sind die was wert? Dann stelle ich die mal kurz rein. Ja, der ist wahrscheinlich safe so. Ah, ne, 600 habt ihr gesehen. Dann stoße ich die mal eben ab. Habe ich da noch mehr? Ja, habe ich noch mehr. Weil die sind natürlich nicht so viel wert wie die Rare-Spieler. Luis Holtby war auch am Start. Und da kann ich, weil ich ziehe jetzt gleich noch die ganzen seltenen Spieler-Packs und so, da brauche ich noch ein bisschen Platz. Und wie gesagt, ich möchte die halt in die ganzen Upgrade-SBCs machen, dass ich da sehr, sehr viele davon machen kann. Ich hoffe halt, dass die überhaupt kommen, denn ich werde keine FIFA-Points oder so aufladen. Auch wenn EA das natürlich möchte und immer mehr Lightning Rounds bringt. Ich hoffe auf SBCs und auf guten Content. Das ist das, was ich auf jeden Fall haben möchte dieses Jahr noch in FUT. Und ansonsten, wir haben ja diesmal keinen WM-Modus und so oder irgendwas. Vielleicht überrascht uns EA ja noch mit etwas. Auf jeden Fall möchte ich jetzt erstmal gleich einen Walkout und eine Team of the Season Karte. Wir haben gleich 60 Packs oder so geöffnet. Und jetzt auch keine so schlechten Packs. Alles ja so Chrome-Packs. Lukas Vazquez 83. Wir hatten gerade eine Phase, die war gut mit den Walkouts, mit den Informs. Das war ganz nice. Und jetzt. Ja. Die letzten waren jetzt nicht mehr so gut. German Defoe, Sosa. Und dann die Non-Rare-Spieler stoße ich ab. Gibt auch wieder 1000 Münzen. Ich glaube, noch ein Megapack. Genau, so sieht's aus. Noch ein Megapack. Und dann kommen wir schon. Dann haben wir noch 15 Packs, die alle richtig, richtig gut sind. Da muss ja wohl mal irgendwas drin sein. Das Megapack war wieder gar nichts. Die Packs hätte ich mir fast sparen können. Also, naja, jetzt nicht sparen können. Wir hatten ja den einen oder anderen guten Spieler. Ochipka gerade zum Beispiel. Absolute Legende. 4000 Münzen. Wahrscheinlich mit eines der besten Sachen, die wir heute bekommen haben. Die sind wieder untauschbar. Deswegen muss ich einmal versuchen, die zu tauschen. Das klappt auch soweit. Den habe ich, glaube ich, schon untauschbar. Ja. Und den, glaube ich, auch. Okay, die muss ich dann leider abstoßen, aber egal, nicht so schlimm. Und dann kommen wir jetzt schon zu den seltenen Spielerpacks und so. Auch da müssten, glaube ich, ein, zwei untauschbar sein und natürlich ein paar Tauscher wegen Footdraft. Auch das gibt wieder keine Team of the Season Karte. Das gibt einen Spanier, RM Joaquin. Ja, Joaquin, der war auch früher mal richtig, richtig gut. Da war er, glaube ich, noch bei Valencia und so. Mittlerweile hört man noch. Oh, und 90er Oblak, was ist denn das für ein gutes Pack? Das war wohl aus den Division Rivals Rewards. Egal. 90er Oblak hätte ich natürlich gerne verkauft. Ist unser bestes Pack heute. Schade, dass es untauschbar ist. Aber ist okay. Wie gesagt, können wir für SBCs und so sowieso irgendwann immer gebrauchen. Von daher halb so schlimm. Aber wäre jetzt auch schön gewesen, wenn der tauschbar gewesen ist. Ich habe darauf, wie gesagt, keinen Einfluss. Ich weiß nicht so ganz,
wie ich das sehen kann, ob das Pack untauschbar ist oder nicht. Vielleicht werden die vorne oder hinten angezeigt. Also zum Beispiel jetzt hier, die ersten beiden sind tauschbar, die anderen beiden sind untauschbar oder so. Keine Ahnung, wie das gemacht ist, weiß ich nicht. Deswegen, ich ziehe einfach aus Glück und Back-to-Back Walkout, jetzt kommt Tots. Wenn das Pack jetzt wieder untauschbar ist, dann muss ich den Typen abstoßen, ne? Das wisst ihr. Hoffentlich ist das wenigstens tauschbar. Wäre schon hart unnötig. Unten in Form, den ich auch schon habe. Ah ja. Okay. Belastende Nummer, Correa. Dich muss ich leider abstoßen. Tut mir sehr leid. Ja, wobei, der wird jetzt wahrscheinlich auch nicht so viel wert sein. Und ärgerlich, aber egal, egal. Abstoßen. Also und die beiden natürlich auch abstoßen. Die sind auch die sind auch untauschbar. Ich denke mal, die müssen jetzt aber auf jeden Fall tradable sein. Definitiv Back-to-Back-to-Back Walkout. Wieder kein Tots. Was ist denn hier los? Oh, kein Verratti. Insigne wird es diesmal. Wir hatten, glaube ich, drei italienische Walkouts jetzt schon. 88er Insigne. So langsam und mit 90er Oblak und so. Man of the Match Karten innen vom Steve noch haben. Hier ist jetzt Oscar drin. Lenglet. Es ist okay, also für einen 50k-Pack auf jeden Fall in Ordnung. Aber wir wollen natürlich Team of the Season Karten haben. Ne? Wir wollen Team of the Season Karten haben. Das gibt leider kein Walkout. Auch, man kann ja, glaube ich, auch zwei Tots-Spieler ziehen, die nicht mal in Walkout sind. Ziehen den nächsten Innenform. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei 6, 7, 8 Innenforms oder so. Alle sogar über 81. Aber ja. Süle, der auch nochmal so fast 10k wert ist meistens. Und mal wieder drei seltene Spieler. Und ja, dann würde ich sagen, ein Megapack haben wir noch. Das habe ich vergessen. Ich weiß noch nicht, wie ich das gleich machen soll. Mit den 125k Packs. Ich glaube, die sind nämlich beide auch untauschbar. Auch von Division Rivals. Ich habe ja schon total viele seltene Spieler jetzt. Die muss ich dann wahrscheinlich leider einfach abstoßen, wenn ich die doppelt ziehe. Weil so viel Platz habe ich nicht mehr auf meinem Transferstapel. Ihr seht schon. Ich habe da jetzt noch 6 Stück. Aber es sind halt alles schon Spieler, die selten sind. Und ja, viel mehr gibt mein Verein einfach nicht her. Ich könnte die da jetzt auf, also ich könnte die letzten einfach nicht zuweisen. Das könnte ich machen. Aber wie gesagt, das ist ja auch ein bisschen öde. Ich denke mal, dann stoße ich die einfach ab. Auf die Münzen kommt es dann auch nicht mehr an. Auf die, weiß ich nicht, 5, 6k oder so, die ich da dann Verlust mache. Weil jetzt ist nämlich mein Transferstapel voll. Ich lasse mal noch einen Platz, falls wir irgendwas Heftiges ziehen. Und jetzt kommen wir dann zu den 100k-Packs. Und wie gesagt, da müssen wir dann leider viele von den seltenen Spielern abstoßen. Aber ja, das gibt auch keinen Walker. Die 100k-Packs müssten aber alle eigentlich tradable sein. Von Division Rivals. Ne, nicht, sondern aus der Weekend League. Division Rivals ist ja meistens nämlich ja die untauschbaren, damit ihr mehr Packs zu sehen bekommt. Und Weekend League habe ich ja nicht die Wahl. Da ziehen wir auf jeden Fall einen 84er Ellie, einen 84er Schmeichel und einen 84er Carvalho, den ich auch auf jeden Fall mitnehmen muss. Dann nehme ich mal hier einen von denen wieder mit runter, damit wir ein bisschen Platz haben. 82er kann ich auch nochmal mitnehmen. Alles andere kommt weg. Stoßen wir ab für 6.800 Münzen und öffnen das nächste 100k. Jetzt muss doch mein Team of the Season kommen. Was ist denn hier los? Let's go. Komm schon. Wir ziehen kein Team of the Season, aber Griezmann. Okay. 89er Bewertung. Ich habe keine Ahnung, was hier noch wert ist. Ich denke mal so 60.000 oder so. Oder ist das ein bisschen zu wenig? Griezmann ist ja schon gut spielbar. Jetzt auch nicht so krass. Wir gucken mal einmal. 50, 40.000. Oh ja, okay. Dafür, dass es Griezmann ist, relativ wenig, muss man sagen. Mal schauen, wo er hinwechselt am Ende der Saison. Bin ich mal sehr gespannt. Ich nehme noch mal hier ein paar 77er und so mit runter. Ein paar 75er. Und mach noch mal den einen oder anderen hier drauf. Und alles andere muss ich dann leider wieder abstoßen. Zack. Zack. Gibt aber 10.000 Münzen immerhin. Und da kommen wir schon zu dem nächsten 100k. Komm schon, drei Stück haben wir noch. Let's go jetzt. Auch das kein Walkout, keine Tots gerade. Wir haben schon so viele Packs gehabt. Nicht einen Team of the Season. Nicht mal ein aus der Saudi-League oder so. Gar nichts.
Ist halt echt belastend. Echt belastend. Aber wir geben nicht auf, Freunde. Wir geben nicht auf. Visca haben wir noch drin. Das ist untauschbar hier, das Pack. Ah ja. Warum kann ich den nicht wechseln? Achso, ach, ich kann ihn einfach in meinen Verein tun. Das war jetzt ein bisschen komisch von mir. Muss ich zugeben. Aber wir tauschen die hier noch. Und den kann ich eigentlich auch abstoßen. Versuchen. Ah ne, doch, die sind jetzt wieder tauschbar. Ich bin absolut gerade absolut voll verwirrt, ob die Packs tauschbar sind oder nicht tauschbar. Aber egal, wir haben noch 6 Packs. 4 davon, wo wir einen Premier League Tots ziehen können. Auch das. Ja. Leider kein Walkout. Deutschland. ZM Gündogan. Gündogan wird's. Immerhin kein Tor, nicht wieder Baumann oder Leno oder Horn oder so. Die man ja eigentlich fast immer zieht. Kovacic, Pickford und Trippier haben wir auch noch drin gehabt. Ich nehme mal wieder ein paar 76er und so mit nach unten. Ich mache nochmal so für 10 Plätze Platz. Wir haben ja nämlich gleich noch die 125k Packs und speichern die natürlich alle im Verein. Ja, okay. Oder auch nicht. Speichern die Sachen vielleicht auch nicht im Verein. Hallo? Okay. Da sind wir wieder. Hä? Jetzt muss ich ihn nochmal runter machen. Verstehe ich nicht. Absolut nicht verstanden, was das gerade war. Ich denke mal, ich muss die alle abstoßen, weil das wird mir wahrscheinlich gerade als falsch angezeigt. Ich denke mal, ich habe die Spieler schon im Verein, sonst wären sie ja logischerweise nicht auf meiner Transferliste. Und jetzt muss ich einfach die hier, mache ich jetzt hoch und den und die anderen stoße ich jetzt ab. Weil ich glaube, das war einfach ein Fehler in der Anzeige. Aber naja, wir machen weiter. 5 Packs haben wir noch. Ein tauschbares 100k. Komm schon, das muss ja wohl nochmal ein Walkout sein. Das ist ein Walkout. Das ist ein Tots, glaubt mir. Wieder nicht. Gibt es überhaupt auf meinem Account Team of the Season Karten? Oder gibt es nur italienische Innenverteidiger? Wieder bestimmt Bonucci. Ja. Bonucci zum zweiten Mal leider auch kein Chiellini, der nochmal ein bisschen mehr wert gewesen wäre. Ja, Brahimi 85. Ganz okay. Und Sigli Teuta mit 82 kann ich auch abstoßen, weil die sind jetzt auch nicht so viel mehr wert als irgendwelche anderen Spieler. Und dann kommen wir schon zu den 125k und dann ziehen wir auf jeden Fall safe zwei Tots-Spieler, definitiv. 125k, kein Walkout. Als wenn wir aus 70 Packs kein Team of the Season ziehen. Kann nicht sein. Das ist doch schon nicht mehr normal, oder? Fabinho mit einer 85, ich glaube, wie gesagt, die beiden Packs sind untauschbar. Aber auch da würde ich mich über eine Team of the Season-Karte freuen, einfach um sie zu haben, wisst ihr. Mir geht es ja gar nicht darum, viele Coins zu farmen. Also auch das wäre natürlich ganz, ganz nett und ganz cool. Keine Frage, nimmt man immer mit. Aber darum geht es mir jetzt nicht zwingend, sondern auch einfach, dass ich coole Packs ziehe und dass sich das auch ein bisschen gelohnt hat. Ich habe so viele Stunden Footdraft gespielt und so. Da dachte ich, wird man mal ein bisschen für belohnt. Letztes 125k, letzte Chance auf einen Premier League oder einen Saudi-Tots. Walkout, auf geht's. In Form. Italien, Stürmer, das gibt Belotti immerhin. Das ist, glaube ich, der beste Inform, den es diese Woche gibt, mit einer 87. Ja, ist okay, aber wir wollten Team of the Season Karten haben. Wir wollten Team of the Season Karten haben. Dzeko, Rüdiger, Bruno, Hernandez. Wir haben so viele Walkouts und so viele Informs gehabt. Nicht einen Tots-Spieler. Crazy. Aber vielleicht haben wir gleich noch ein bisschen Glück. Und ziehen das dann und ziehen dann was in unseren garantierten TOTS SPCs. Der Transferstapel ist absolut voll mit 100 Stück. Wir machen natürlich erst das Saudi League Pack auf und wie gesagt, das war es noch mit dem Video. Ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lassen würdet. Für das Packler kann ich wie immer nichts. Let's go! Ja, Grüße. Alburak. 94 Tempo, immerhin nicht der Torwart. 85er Wertung, aber wieder ein Rechtsverteidiger. Ich habe so viele Rechtsverteidiger schon in meinem Verein mit Alves und mit Cancelo. Und jetzt ihn auch noch 1,73, 92 Sprungkraft. Ja. Kann man vielleicht auch einfach mal in eine andere SBC dann reintun, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber ja, aus der Saudi-SPC habe ich mir jetzt auch nicht viel erwartet. Letztes Pick für euch und dann war es das mit dem Video. Come on. Wir schauen mal, was in dem Community-Tots drin ist. Auch das gibt natürlich einen Walkout und dann eine Team of the Season-Karte. Und dann geht es auf jeden Fall in den nächsten Tagen direkt weiter. Das gibt Frankreich, Linksverteidiger,
Roussillon, da haben wir unseren Linksverteidiger. Ist, wie ich finde, eine gute Karte. Besser auf jeden Fall als Onana und so. Ich glaube, den kann man trotzdem sehr gut spielen. Passt allerdings, glaube ich, kaum in mein Team rein, weil ich habe halt kaum Franzosen. 81 Sprungkraft und 1,75. Ja, aber sehr viel Ausdauer. Ich denke mal, das ist eine gute Karte. Völlig in Ordnung. Geht jetzt natürlich auch besser, aber es passt. Damit bin ich zufrieden, denn der ist spielbar. Und ja, dann war es das. Leider kein Premier League Tots, leider kein Saudi Tots. Wie gesagt, dafür kann ich nichts. Trotzdem, das Video ging relativ lang. War mal ein bisschen was anderes. Und wir sehen uns natürlich beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Haut rein und ciao.